Ich will das nicht mehr. Wir müssen über diese Probleme einfach wirklich offen diskutieren und sagen, wo gibt es Lösungsansätze, egal aus welcher Ecke oder Richtung sie kommen, auch aus welcher politischen Ecke. Ich kann es nicht mehr ertragen zu hören, das ist ein rechter Ansatz, das ist ein linker Ansatz. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht in die Pflicht genommen werden. Ich bin Vater und du mein Bestes. Welcher Ausdruck? Und ich unterstelle, dass fast alle Eltern ein Bedürfnis haben, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie sich kümmern, dass sie sich sorgen. Das kennen nicht alle. Es sind manche nicht hundertprozentig in der Lage. Das hat auch was mit Sprachproblemen zu tun, mit Zuwanderungsproblemen zu tun, natürlich. Aber wollen tun es alle. Also in die Pflicht nehmen, Alter. Und wenn man viele Schüler fragt, die gehen auch nicht gerne in die Schule. Ich finde das grauenhaft. Also Schule soll ein Lebensraum sein. Da soll man eigentlich gerne hingehen. Genau. Da soll man sich wohlfühlen. Da soll man das Gefühl haben, dass ein Ort der Freude, der Muße, der Entwicklung. Also ich glaube, die letzte Umfrage der Bundesschülervertretung mit 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo 60, also zwei Drittel angegeben haben, dass sie schon mal Erfahrung mit Gewalt in der Schule hatten, zeigt, glaube ich, ein ganz deutliches Bild. Und auch die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, wo Straftaten begangen wurden, Anzeigen gemacht wurden, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, weil wie viele Meldungen werden nicht zur Anzeige gebracht?